Hallöchen, willkommen zurück bei Minecraft. Und jetzt wollten wir den Weg nach oben suchen. Wir haben 5 Diamanten bei uns. 6 meine ich. Oder sind es 6? Nee, sind es 8, oder? Ach, egal. Wir haben einen Diamant bei uns. So viel wie wir für einen Crafting-Table brauchen. Jetzt suchen wir den Weg nach oben. Nehmen wir noch vor, alles mit, was wir hier gelagert haben. Ja gut, die Schaufel können wir hier lassen. Falls wir noch glücklich sind später. Die Schwerter lassen wir noch da. Die Pilze brauchen wir zum Fressen. Und hier noch ein wenig Eisen. So. Und mit dem Schwerterwaffnetz fangen wir uns zurück. Hier geht's hoch. Ich gebe zu, ich bin wieder angespannt. Because meine Angst ist ein wenig. Meine Angst ist ein wenig niedriger als in den letzten Parts, jetzt habe ich nicht mehr so große Angst. Aber das hilft uns, wir müssen hier rausfinden. Ist hier jemand? Scheint es so zu sein. Aber Vorsicht ist geboten, denn hier sind sehr viele andere Wesen, die uns umbringen wollen, obwohl wir ihnen gar nichts getan haben. Die wollen uns einfach so zum Spaß töten. Und irgendwie schwappt es jetzt ein wenig mit der Skalierung. Unsere Skalierung, ich sag Skalierung aus dem Grund, weil ich auch nervös bin. I'm very nervous. Sagt man das so? Nervös? So, und hier bleib ich jetzt. Boom, ja, boom. Hol euch deine Freunde her, deine Creeper-Freunde. Okay, erster Kampf gegen einen Creeper. Das habe ich mir irgendwie schon gedacht. Aber wir haben überlebt, obwohl er hochgegangen ist. Uiuiui. Wir haben so viel Krempel bei uns dabei, ich glaube, wir müssen Blöcke schmelzen. Haben wir Kohle? Nein, wir haben keine Kohle dabei, das heißt, wir müssen jetzt langsam Bretter brennen lassen. Schmelzen wir erstmal das Gold alles zusammen. Pflastersteine haben genug, ich glaube, lassen wir alles zusammen da. Die Holzfeldhacke lassen wir auch da. Knochen nehmen wir mit. Kakaobohnen selten mitnehmen. Das nehmen wir mit Lapis. Redstone. Und, Eisenerz. Ich habe das Gefühl, heute nicht doppelt. Ich fixe es mal schnell. Bis gleich. So, jetzt müssen. Skelett! Jetzt müsstet ihr mich nicht mehr doppelt hören. Da war ein Skelett. Scheint wohl aus dem Spawner gekommen zu sein. Geh weg, Skelett! Du machst mir Angst. Also, na gut, wir haben Diamanten bei uns. Das ist sehr gefährlich, wenn man mit Diamanten rumrennt. Ich glaube, ich grabe mich so direkt nach oben. Damit wir schnell da draußen sind. Ist zwar wieder Pussy, ich weiß, aber wir haben Diamanten bei uns. Und die möchte ich ungern verlieren. Die möchte ich sogar sehr ungern verlieren. Das ist eine Steigerung, Leute. Warte, wir haben Gold bei uns. Da fällt mir was ein. Ich schmeiß mal die Suppe weg. Haben wir Redstone? Ja, wir haben Redstone. Und zwar machen wir jetzt Folgendes. Ein paar von euch können sich sicherlich denken. Wir machen uns eine Uhr. Scheiße. Jetzt das da abschmeißen. So. Okay. Die Nacht kommt langsam an, zeigt die Sonnenuhr. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich pennen gehen.
Na komm, die ganzen Cobblestones lasse ich da. Die Fische können wir auch da lassen. Komm, Weizen lassen wir hier. Fäden, naja gut, können wir mitnehmen, aber nehmen wir mal erstmal das seltenste Zeug mit. So, ist überhaupt der Sound an? Ja, der ist an. Nun gut, es ist jetzt gleich mitten in der Nacht. Hm, was legen wir denn noch ab? Gold hätten wir geschmolzen. Na, Skelett. Hast aber nicht viel auf den Rippen. Hier ein bisschen Eisenerz schmelzen. Dann kriegen wir das auch noch rein in unser Inventory. Ich glaube, das heißt, das Zeug lassen wir da. Wir haben ja noch Kakao... Melonensamen da. Also über uns, sage ich mal. Die müssen wir ja auch noch mitnehmen. Unversehrt vor allem. So, ich glaube, das restliche Zeug ist alles wertvoll. Na komm, die Fäden nehmen auch noch mit, obwohl wir ja eine Spinnenfarm haben. Hm, na gut, so viel Eisen haben wir nicht gesammelt. Ich glaube, da werden wir irgendwann später wieder reinkommen müssen und das Eisen dann von den Wänden abkratzen. Denn wir haben ja nicht alles mitgenommen, was wir an Eisen gefunden haben. Wir haben ja noch jede Menge an den Wänden stehen. Vor allem oben ist sehr viel Eisen noch drin. Dann werden wir wohl später noch in ein paar Parts noch runtergehen und einsammeln und mitnehmen. So, jetzt ist aber erstmal Wartezeit angesagt. Wir haben 8 Diamanten bei uns. Soll ich mich noch oben graben? Aber zuvor lage ich die Diamanten. So. Vorsichtig, vorsichtig nach oben graben. Es kann jederzeit was von unten runterkommen. Deswegen bin ich jetzt auch wieder ein wenig angespannt, auch wenn ich mich jetzt nach oben grabe. Like a pussy. So, Fackeln noch hin. Und zu Fackeln platziere ich Fackeln. So, dann hier noch, dann da noch. Also wenn jetzt was runterkommt, ne, dann ist es aus mit meinem Mut. Das kann ich euch jetzt schon vorhersagen. Dann bin ich wieder eine Pussy wie im letzten Part. Wenn ich nur wüsste, auf welche Höhe wir gerade sind. Warte, wir wissen es ja. Wir sind jetzt auf... Ach komm, dieses rote Zeug da. Hallo, wir sind jetzt auf Ebene 26, glaube ich. Oh mein Gott. Hallo? Soll ich es riskieren? Ach du schöne Scheiße. Naja gut, soll ich? Ja gut, scheint sicher zu sein, glaube ich zumindest. Wo sind wir hier? Und bei mir klingelt das Telefon. Ich gehe jetzt aber nicht dran, weil ich voll beschäftigt bin. Ach, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind bei der Kreuzung da. Und wenn wir jetzt nach unten gehen, dann sind wir an der Stelle, wo unser Lager, glaube ich, ist. Ich kann mich aber auch irren. So, schauen wir mal, wie es unser Eisen geht. Und da machen die Skelette eine Party.
Obwohl wir alles erleuchtet haben. Merkwürdig. So, jetzt wird langsam Tag. Schauen wir mal nach oben. Hier liegt Lapis, ich weiß. Kevin nahm seinen ganzen Mut zusammen. Und ging nach oben. Ohne Diamanten, verdammte Scheiße. Ach, egal. Ah, hier ist unsere kleine Basis mit Melonensämchen. Na ja, gut, pennen müssen wir nicht mehr. Es wird Tag, langsam zeigt die Sonnenuhr an. Da sind unsere Melonensamen und ein bisschen Gold. Naja, gut. Und ein paar Knochen. Warum haben wir eine Schere dabei? Ist jemand? Scheint alles sauber zu sein. Na dann. Bis auf diesen Creeper da unten. So, und jetzt riskiere ich Diamanten mitnehmen, Eisenbarren mitnehmen, Schwert ausrüsten und ab geht's nach oben. Und erst einmal entschnaufen oder so ähnlich. Ausschnaufen. Oh. Gut. Du kannst nur nachts schlafen. Das weiß ich bereits. Graben wir uns einfach mal so nach oben. Solange es Tag ist. Moment mal. Ah, ich dachte gerade, da wäre was. So. Gleich haben wir es, Leute. Wir haben gleich die Höhle überstanden. Auch wenn ich mich jetzt mit einer Pussy-Taktik rausgrabe. Aber ist egal. Wer man so ängstlich ist bei Höhlenerkundungen wie ich jetzt, dann darf man sowas schon machen. Ihr könnt aber auch einen Kommentar schreiben, dass ich es lassen soll. Aber bitte ohne zu haten, ja? Weil sowas mache ich echt nicht. Das verletzt ihr immer meine Gefühle. Und dann sitze ich den Rest des Tages in der Ecke und schneide mir die Pulsadern auf. Oh Gott, oh Gott. Au, au, Kopf anstoßen. Aua, aua, das ist abstößig, anstößig. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass da was reinkommen könnte, aber meine Phobie ist es bestimmt. Warum habe ich die Melonenkerne nicht dabei? So. So, schaufel in den Slot rein. Okay.
Die Cobblestones lassen wir mal in dem Slot, sodass wir das hier jetzt verschließen können. Dann kommt da eine Fackel hin. Zack. Ach, ich freue mich schon, wenn ich wieder bei meinen Schäfchen bin. Mit bei meinen knuffigen Schäfchen. Das wird schön. Wie Weihnachten. Oh, bei mir regnet es gerade, fällt mir gerade auf. Cool. Also nicht im Spiel, sondern in Real regnet es bei mir. In Real Life. Ja, ich lebe wirklich im Real Life. Na komm schon, Gravel, ich hasse Gravel in Höhlen, besonders wenn man sich rausgräbt, so wie ich jetzt gerade. Haben ja auch unten, das hat uns unten ja auch schon gestört. Gravel! Jetzt reicht's mir. Jetzt mache ich den Leitern-Trick. Jetzt hole ich mir Leitern her. Wir haben bestimmt irgendwo noch ein paar Leitern. So, machen wir uns ein paar Leitern, dann kommen wir schneller hoch. Und ungefährlicher auch. Und wir finden es dann auch wieder. Zack, zack, zack. Und was ich auch da mal machen möchte, wenn wir unsere Beute geplündert haben. Ich möchte dann auch mal langsam in den Nether gehen, also in die Hölle. Und ein bisschen was daran machen. Keine Panik, den Sattel sammle ich wieder ein. Rottenfleisch. Abschmeißen. Wir brauchen sowas. Wir haben Hunger. Und ich habe Rottenfleisch abgelegt, das hier frecken wird wahrscheinlich. Na gut, das esse ich jetzt nicht. Warum haben wir Schüsseln dabei? Die lagere ich einfach mal so. Und die Stäbe, Stöcke, wie auch immer. So, dann ernähren wir uns mal von Zombiefleisch. Hoffentlich montieren wir dabei nicht selber zum Zombie. Oh, zu spät, ist schon passiert. Jetzt haben wir einen Hunger. Jetzt haben wir Hunger, sag ich mal. Das kommt, wenn man Zombiefleisch isst. So, Cobblestones legen wir mal den Bogen weg, Gravel weg, so. Und machen das hier wieder zu. Nein, nicht so, sondern so. Die Musik macht mich ganz panisch. Und ich rede hier kein Spanisch, Und langsam fange ich an, so lame Witze zu machen, like Gronk. Und dann beschwert ihr euch, dass ich ihn nachmache, glaube ich zumindest. Und wahrscheinlich kann es auch sein, dass es Phase 1 ist und ich wieder Scheiße rede. So. Völlig ungefährlich, sowas. Glaube ich zumindest. Wenn der Lava oder sowas runterkommt, dann ist das eine Höhle da oben. Ne, ich glaube nicht. Und wenn doch, dann werden wir es schneller wissen, als mir lieb ist. Nein, das ist Erde, oder? Moment. Momento. Ja, verbackte Fackeln. So. Das ist Erde. Cool. Ist das der Ausgang? Tagesluft, Tag. Yay! Gut, das ist die Frage, wo ist unser Zuhause? Wir haben uns mit einer Pussy-Taktik ausgegraben. Ich geb's zu, das war nicht gerade das Heldenhafteste von mir. Und ihr könnt mich auch dafür hassen. Ich geb's völlig zu, dass es feige ist, aber naja. Bei Leuten wie ich, die Angst vor Höhen haben, kann man sowas schon machen. So. Und das sind unsere Schafis. Yay.
Gut, wir sind wieder zu Hause. Ach, wie schön. Und ich mach mal kurz die andere Musik rein. Moment. Okay, hier bin ich wieder mit fröhlicher Musik. So, und jetzt machen wir etwas mal mit unserer Beute. Und zwar... erstmal das Lagern. Ja gut, dann wären wir schon richtig gewesen im Keller. Die ganzen Erze lagern. Und die Diamanten lagern wir natürlich auch. Das Redstone, die Goldbarren, das Redstone, das Lapis. Ich habe mir in die Hose gepisst übrigens. Und jetzt das Dungeon-Zeugs. Wir haben ja ein paar Mossstones gesammelt. Melonenkerne, die können wir einpflanzen. Können wir sogar gleich machen. Kakaobohnen, Fäden. Wo ist der Sattel, den wir haben? Hier ist der Sattel. Ich weiß, es ist kein Dungeon-Zeugs, die in der Perle, aber ist egal. So. Und was ich zuerst machen möchte, natürlich die Melonenkerne einpflanzen. Das wollte ich schon immer machen, habe ich nicht einmal in meiner Let's Show Welt gemacht. In meiner Let's Show Welt habe ich nicht einmal Melonenkerne. Das ist das erste Mal, dass ich Melonenkerne habe. Weil ich habe in meiner Let's Show Welt eben keine Mine gefunden, so unglaublich das auch klingt. Ich habe dutzende Klippen gefunden, allerdings war darunter keine einzige Mine dabei. So, und jetzt warte ich, bis Nacht wird. Wir können ja nebenzu noch was fressen. Gammelfleisch. Einen richtigen Döner hauen wir uns jetzt da in die... in unserem Mund rein. Guten Morgen. Guten Morgen. Habe ich irgendwas getrunken? Nein, habe ich nicht. Nun gut, wir haben hier noch ein paar Getreide, sehr schön, ist auch gewachsen, während wir weg waren. Und wir können ja dann jetzt auch anfangen, in unserem Haus jetzt zu einem Bauernhof auszubauen, sage ich mal. Und wir haben auch Redstone, das heißt, wir können jetzt auch automatische Pistons bauen. Zum Beispiel für die Zuckerrohr. Ach, jetzt haben wir so viele Möglichkeiten, nachdem wir die Höhlenerkundung gemacht haben. Wunderbar. Nun gut. Zuerst möchte ich aber das Haus erweitern. Und zwar, ja, ein bisschen größer, sag ich mal. Sagen wir. Moment, ich hole jetzt mal ein bisschen Dirt und so. Und lage erstmal noch das ganze Zeug einfach mal grob in die Sammelkiste unten. Oder machen wir es einfach mal da. Hier ist alles schön schnell drin. Zack, 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 zack. So. Ich hammer's, Moment. Und wir haben, ja, wir haben jetzt ein bisschen Getreide. Machen wir uns mal Brot draus. Gibt, glaube ich, ein Achievement. Kann auch sein, dass ich dieses schon habe. Errungenschaft erzielt. Brotzeit. Sehr schön. Wobei, wenn wir schon bei Brotzeit sind. Nimm, 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 nimm. Okay, wir haben Dirt, Dirt, Erde, hier, genau, Erde, 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 Erde ist immer gut. So, wie groß wollen wir das denn jetzt erweitern? Unser Häuschen. Machen wir es mal bis hierhin, dann haben wir hier auch eine... wobei, wir brauchen hier noch Platz, ne? Wir müssen ja noch unser Haus rum, denn dann haben wir hier quasi eine riesige Mauer. Beim See dran, ne? Wir können es aber auch so machen, dass wir hier so einen Durchgang bauen. Dass wir hier so ein zweites Haus hinbauen und das dann irgendwie verbinden. So mit dem ersten Stock oder so. Das wäre auch eine Überlegung. Hätten wir auch ein größeres Haus. Ich glaube, das mache ich sogar. Na gut, dann mache ich erstmal den Grundriss. Hoffentlich fällt mir das dann nochmal ein im nächsten Part. So, soweit so gut. Wie groß, wie breit wollen wir das denn jetzt haben? Also zuerst müssen wir hier das abholzen. Aber zuerst möchte ich die Breite schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 breit ist eine unsymmetrische, ungerade Zahl. Aber daraus kann man schon was bauen. Wir können es aber auch über den Keller verbinden, das wäre auch eine Lösung. Dann müssten wir keinen zweiten Stock bauen. Ja, ich glaube, das ist ja auch gar nicht so dumm. Also gut, nehme ich mir mal die Schaufel.
Schaufel, Stein, Eisenspitzhacke. So, wir machen das jetzt dasselbe wie hier. Bloß dumm, dass wir hier jetzt die Kisten sind, ne? Ich glaube, die müssen wir dann anders platzieren. Ich glaube, da muss ich nochmal nachdenken drüber. Naja, schauen wir erst einmal. Also, hier sind unsere ganzen... Wie heißt das Bauzeug drin? Bauen wir das erst einmal ab. Und ich hätte mir vielleicht eine Axt herstellen sollen, aber egal. Hier ist unser Naturzeug drin. Okay, ich hole mir jetzt eine Axt. Darauf habe ich jetzt echt keine Lust, ständig mit der Hand diese Truhen hier abzubauen. Tür zu! So. Wo ist unsere Axt? Hier ist unsere Axt. Eine Eisenaxt. Oder sollen wir uns zuerst die Achievement Table bauen? Den Achievement Table meine ich, sorry. Na komm, machen wir ein bisschen Spannung auf. Wir haben ja Zeit noch, bis wir den Achievement Table bauen. Jetzt heißt es erst einmal Ausbauarbeit. Bauzeugs, weg damit. Naturzeugs, weg damit. Werkzeug, weg damit. So. Okay, dann machen wir hier jetzt mal weg. Zack, 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 zack. Und hier ebenfalls, das wird ja ersetzt durch die Dinge da, diese, wie heißen die, Steintiegel? So, haben wir unsere Sonnenuhr dabei? Nein, ich glaube, ich hole sie mal schnell. Es ist, schadet nicht, eine Sonnenuhr bei sich zu tragen. Da müssen wir nicht immer nach oben gehen, um zu schauen, wie spät es ist. So, es ist mittags, zeigt die Uhr an und es leckt auf einmal so sehr. Na, jetzt hör auf zu lecken. Danke. So. Hallo. Was habe ich gerade gesagt? Spiel, hör auf zu lecken. Leck. Leck mich am Arsch. Spiel. Wahrscheinlich ist das wieder ein Java-Update. So. Also gut. Wir machen das so wie auf der Seite. Kommt hier noch so ein Abstand hin. Mitnehmen natürlich. Und, hallo, Leck. Hör auf damit. Du willst mich wohl nerven, was? Leck! So kann ich nicht spielen, Leute. 7 Frames, 6 Frames. Was ist denn los jetzt? Hallo! Also sorry, falls ich hier jetzt ein bisschen verpeilt bin. Seht ihr, wie leckig das ist? Out of memory. Doch nicht. Ich dachte schon. Jetzt geht's wieder. Einigermaßen. Zumindest. 1, 2, 3. Na gut. Machen wir es auf der anderen Seite auch so. Hier haben wir auch 1, 2 Abstand zur Truhe. Da müssen wir vielleicht hier noch ein Teil abbauen. Am besten die ganze Wand müssen wir da noch rausnehmen. Mache ich einfach jetzt mal. Ist ja egal. So, dann das noch mitnehmen. Zack, zack, zack. Ach, ist das schön. Jetzt sind wir endlich aus dieser Höhle und jetzt können wir endlich wieder was bauen. Habe ich ja langsam vermisst. Immer, wo ich anfangen habe, einen Minecraft-Part zu drehen, da war ich immer voll nervös wegen der Höhlenerkundung und so und dergleichen und das ganze Zeug, ne? Aber jetzt, wird es wahrscheinlich anders sein. Jetzt werde ich wahrscheinlich wieder Spaß haben. Bei Höhlenerkundung hat mir nicht so viel Spaß gemacht, muss ich zugeben. Da hatte ich Angst. Keine Ahnung, warum ich vor Höhlenerkundungen Angst habe. Besonders in Minecraft. Ich meine, in so Horrorspielen, da habe ich keine Angst, muss ich sagen. Da bin ich eher sogar mutig. Aber was Minecraft angeht, keine Ahnung. Anscheinend habe ich Angst vor Pixelmonster. Hilfe, die Pixelmonster greifen mich an. Habe ich als kleines Kind wahrscheinlich immer Albträume bekommen. Und es hat sich jetzt auch auf mein jetziges Dasein